Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Achter Spieltag, die Schanzer gegen Borussia Dortmund. Wie gesehen, die Partie endete 3:3 unentschieden. Die beiden Trainer sitzen hier vorne für ihre Fragen und werden zunächst ihr Fazit abgeben. Zunächst Herr Tuchel, bitte, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ich möchte das zunächst mal völlig wertfrei loswerden, dass wir definitiv nicht bereit waren, zu Beginn und in der gesamten ersten Halbzeit Bundesliga zu spielen. In keinem Bereich des Spiels, sei es offensiv oder defensiv, weder technisch noch taktisch, weder in der Intensität noch in der Körpersprache. Und ich möchte das nochmal wertfrei erstmal festhalten, dass das so war. Und wenn das so ist, dann wirst du auf jeden Fall bestraft. Ist dann auch gut, wenn du bestraft wirst, weil das ist auch folgerichtig einfach nur. Es war möglich, viel höher noch zurückzuliegen und auch so hoch zurückzuliegen nach der ersten Halbzeit, dass kein Comeback mehr möglich ist. Natürlich haben wir dann Charakter und auch Qualität gezeigt. Unterm Strich ärgert mich, glaube ich, dass das dritte Gegentor am allermeisten von den drei Gegentoren in der Phase, in der wir gerade die Verstärkung bekommen, mit unserem Anschlusstreffer nochmal so eine hochkarätige Chance herzugeben. Danach ja gleich nochmal eine, um eigentlich mit einem 4-1 zurückzuliegen. Und dann war es natürlich ein ganzes Stück Arbeit mehr. Und so wie die Kritik der ersten Halbzeit natürlich dazu gehört zu diesem Spiel, haben wir anschließend dann auf jeden Fall mit nachlassenden Kräften für Ingolstadt dann und mit mehr Qualität dann auch und mit mehr Biss in unserem Spiel, mit mehr Schärfe in allen Dingen, die wir getan haben, die Möglichkeit gehabt und genutzt, erstmal auszugleichen und vielleicht auch die Möglichkeiten gehabt, sogar das Spiel komplett zu drehen. Aber unterm Strich hatten wir es nicht wirklich verdient. Also ich finde, es ist ein verdientes Ergebnis mit einem, würde sagen, glücklichen Spielverlauf für uns. Vielen Dank, Herr Tuchel. Markus, bitte dein Fazit zum Spiel. Ja, mit Sicherheit ein kleiner Schritt für uns mit dem Punkt, aber ich glaube, ein sehr, sehr guter Schritt, wenn man sich überlegt, aus welcher Situation wir kommen, hat, glaube ich, keiner an Pfefferling mehr auf uns gesetzt. Und wir schaffen es immer wieder, uns aufzurichten, schaffen es immer wieder, mutig zu spielen, mutig zu sein, unser eigenes Spiel versuchen durchzuziehen, egal wer da kommt. Und das haben wir heute, glaube ich, gut gemacht. Das haben wir sehr gut gemacht. Dafür ein absolutes Lob, weil das nicht selbstverständlich ist. Weil natürlich die Mannschaft auch merkt, dass es natürlich Gegenwind gibt. Wir spielen, glaube ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Ob der Gegner dann stärker sein kann oder nicht, das ist nicht meine Sache. Ich kann nur meiner Mannschaft eine Top-erste Halbzeit attestieren, wo man mit Sicherheit dann auch noch ein Tor mehr machen kann. Darüber, glaube ich, noch ein dickes Ding. Auch richtig die Antwort in der zweiten Halbzeit, ganz, ganz wichtig, das 3-1. Und dann wurde der Druck natürlich immer größer. Dortmund mit viel Qualität, auch immer wieder sehr variabel, sodass wir Probleme hatten im Verteidigen, sehr viel Qualität dann im 16er. Sodass wir dann akzeptieren müssen, dass dieses 3-3 in Ordnung ist, weil von den Chancen her haben wir auch dann noch Situationen gegen uns gehabt. Örn hat uns heute 3-4 Mal im Spiel gehalten. Mit 2-3 klasse Paraden dafür gesorgt, dass es fast gereicht hat für einen Sieg. Leider waren es dann die Nachspielzeit, wo wir dann dieses Tor kassieren. Aber wichtig für uns bleibt unterm Strich, dass wir da sind, dass wir diese Situation annehmen, dass wir nie aufgeben, dass wir einen Weg haben, wie wir auch da rauskommen. Wir haben 3 Tore gemacht, wir hätten noch 2-3 mehr machen können. Ja, das ist einfach auch ein Weg, wie wir in Zukunft spielen wollen, mit der Intensität, mit der Leidenschaft. Glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und deswegen habe ich eigentlich mehr ein lachendes als ein weinendes Auge, weil nach dem Spiel war die Mannschaft natürlich geknickt, ich hatte das Gefühl, wir haben verloren, so standen sie da, aber da gibt es eigentlich keinen Grund zu. Hätte mir vorher einer gesagt, heute hier gegen Dortmund holst du einen Punkt und gehst dann in die Woche mit einem Pokalspiel am Dienstag und am Samstag gegen Mainz mit nochmal 2 hochkarätigen Spielen, worauf man sich wirklich freuen kann, hätte ich gesagt, ja geil, so starten wir und dann geht's weiter. Und deswegen, glaube ich, können wir auch sehr positiv da rausgehen. Danke sehr. Dankeschön, Markus, für Ihre Fragen. Bitte um kurzes Handzeichen. Auch da sind einige. Der Michael Gößmann fängt an von Sport 1, dann kämpfen wir uns nach vorne. Mikrofon kommt, Sekunde, Mikrofon.
Herr Tuchel, eine kurze Frage. Wie erklären Sie sich denn so die Achterbahnfahrt in dieser Saison von Borussia Dortmund? Ist es vielleicht so ein Hierarchieproblem innerhalb des Teams, dass dann einer fehlt, der vorne weggeht? Nein. Das ist kein Hierarchieproblem. Das ist, wenn Sie aufmerksam die Transferperiode verfolgt haben und die Persönlichkeiten, die wir abgegeben haben und das viele Talent, das wir dazugewonnen haben, verfolgt haben, dann haben Sie davon ausgehen können, dass es, wenn Sie unsere Vorbereitung alleine, die Ergebnisse und die Leistungen verfolgt haben, auch da waren die Ausschläge groß, sowohl nach oben als auch nach unten. Wir haben drei große Persönlichkeiten abgegeben. Marco Reus fehlt uns seit dem Pokalendspiel. Manni Bender ist in der Vorbereitung zu Olympia gegangen. Und es sind jetzt in der Summe über Wochen einfach zu viele Verletzte. Jetzt erwarten wir gleichzeitig, dass A-Jugendliche oder einjährige Profis nahtlos die Ergebnisse liefern, die natürlich die Fans, die wir selber auch und die so alle, die ganze Öffentlichkeit von diesem Club auch zu Recht verlangen. Aber trotzdem, wir können, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Es braucht seine Zeit. Und Matthias Ginter und Jule Weigel, die laufen ja schon als selbstverständlich durch. Die sind für die U21 spielberechtigt. Und es ist einfach eine großer Unterschied, ob sie dann auch einmal spielen, zweimal spielen oder ob sie zur Jugendnationalmannschaft gehen, kommen, gegen die Hertha spielen, nach Lissabon fliegen, in Lissabon spielen, dann wieder hier spielen. Das ist nicht nur körperlich, das ist nicht nur eine körperliche Frage, sondern das ist auch dann irgendwann eine geistige, eine mentale Frage. Also das gehört einfach dazu. Und ohne die Erfahrungen, du kannst diese Erfahrungen nicht herbeireden, du musst sie einfach machen. Und das gilt, diese Spieler dabei zu unterstützen und Geduld zu haben. Gleichzeitig sind wir in der Lage, ja auch heute immer wieder auch Gegner zu dominieren, auch gegen die Hertha. Und auch in der Champions League, aber es ist ganz normal, solche Phasen dann ja auch zu erleiden. Und es gibt im Moment kein Hierarchieproblem. Dankeschön. Machen wir in der ersten Reihe weiter, glaube ich, können wir von rechts beginnen, bitte. Ja, Moritz Leikamp von der Bild. Es war vorm Spiel überraschend, dass Roman Weidenfeller heute im Tor stand. Was war der Grund dafür und welchen Einfluss hatte es aufs Spiel? Beim ersten Tor sah, glaube ich, jetzt nicht ganz glücklich aus. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Meinung teile. Tendenziell würde ich jetzt eher sagen nein. Aber Roman Bürki hat im Grunde seit längerem, seit der Nationalmannschaft, so immer wieder mit Erkältungsproblematik zu kämpfen. Und viele Reisen, viele Klimaanlagen, viele unterschiedliche Zeitzonen und so weiter und kämpft damit schon eine ganze Weile. Und deshalb haben wir entschieden, den Wechsel vorzunehmen und Roman wird im Pokal auch nochmal spielen. Dankeschön. Auch eine Frage an Herrn Tuchel, vielleicht ist ein Teil davon gerade schon beantwortet worden, aber wie erklären Sie sich dieses Nicht-Bereitsein in der ersten Halbzeit? Ja, das ist wahrscheinlich wirklich beantwortet. Ich glaube, ich lege da viel Wert drauf, dass ich das wertfrei sage, weil ich nicht erkennen kann, dass das keiner wollte. Aber es ist natürlich, wir erleben da ganz junge Spieler und auch Spieler, von denen wir denken, dass es selbstverständlich, dass sie alle drei Tage spielen und auf diesem Niveau spielen. Aber das ist es nun mal nicht und es gehört nicht nur Ausdauer und eine körperliche Bereitschaft dazu, dich alle drei Tage dem zu stellen, sondern es gehört halt auch eine mentale Reife mit dazu, sodass du das zum einen weißt, aber zum anderen auch schon erlebt hast und dass du weißt, es kann jetzt auch schwer werden und es können ein paar Momente kommen, in denen du dich, ja, in denen du so körperlich erstmal drüber musst, um dich dann etwas freier auf dem Feld zu fühlen und ja. Ich glaube, dass das ein Grund ist. Wir haben mit Gonzalo Castro und Adrian Ramos zwei Spieler reingeworfen, die ja das definitiv wir lange diskutiert haben, ob wir das machen sollen, dürfen, dass es verantwortungsvoll ist, jetzt einfach mehr oder weniger ohne Training mit der Mannschaft dann zu beginnen. Aber es war noch verantwortungsvoller als Felix Paslak und Christian Pulisic nochmal spielen zu lassen. Es ist
deshalb haben wir es gemacht und deshalb bin ich im Moment weit davon entfernt, einen Vorwurf zu formulieren, auch wenn wir das natürlich anerkennen, auch in aller Kritik anerkennen und ich das, glaube ich, auch rübergebracht habe, dass wir Glück hatten, nur 0-2 hinten zu sein. Wir können das definitiv besser. Ist auch keine verstehen Sie, man kann das nicht einzeln betrachten, weil das ist auch keine Entschuldigung, wir sind zu jung, das geht nicht besser. Es geht viel besser, aber in der Summe der Spiele, in der Summe dessen, was wir da verlangen, habe ich schon auch Verständnis und dass deshalb so passieren muss, klar, natürlich nicht. Herr Plettenberg, Bild München, bitte. Herr Kocinski, das Stadion hat gebebt, die Spieler rannten nach dem Tor zu Ihnen, ihr seid wieder 4-5 Kilometer mehr gerannt. War das heute der Auftakt zur Aufholjagd? War das heute so die Antwort, die Sie auch brauchten, ganz persönlich in dieser schweren Situation, die wir ja jetzt seit ein paar Wochen haben? Wie stolz sind Sie auf das Team? Ja, ich glaube, wir haben uns nie aufgegeben. Ich habe das ja gerade gesagt, dass wir natürlich einige Nackenschläge hatten und da war ja alles dabei. Ganz unglückliche Situation gegen uns, Ungerechtigkeiten gegen uns. Da gab es, glaube ich, in den letzten Spielen ganz, ganz viel, was einen runterziehen kann. Und dann bin ich einfach froh, wie die Mannschaft hier auftritt. Ich habe das schon in der Woche gespürt, dass uns das gar nichts ausmacht, sondern dass wir das, was wir verarbeitet haben und uns dem stellen, dass es eine ganz lange Saison für uns wird, aber dass wir jeden einzelnen Kampf annehmen. Und deswegen bin ich froh, dass, ja, ich glaube, so ein erster Schritt, so ein Fundament gelegt ist, dass man sieht, wie man auch erfolgreich sein kann. Ich glaube, wir haben einen Weg gesucht. Und ich glaube, heute hat man gesehen, auch von der Emotion, von dem ganzen Zusammenhalt, auch wie wir die Leute begeistern können, glaube ich, war es heute ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen. Eine Frage dazu noch, könnt ihr vielleicht auch nur Spitzenteams, ihr habt gegen Bayern und gegen Dortmund eure besten Saisonleistungen abgeliefert, warum tut ihr euch gegen diese Gegner einfacher? Na, das kann man jetzt nicht so zusammenwürfeln, weil das war dann schon, haben wir Situationen gehabt, wo wir zurückliegen, wo ein Gegner defensiv steht, wo sich andere Situationen, andere Räume ergeben. Ich glaube, wir kommen immer mehr dahin, auch einen Gegner fern vom Tor zu halten. Das war am Ende wir haben nachgelassen, ganz einfach, weil es ein ganz intensives Spiel für uns war. Aber ich sehe uns da einfach auf dem Weg. Ich tue mich schwer, jetzt da alles mit zusammenzuklatschen und zu sagen, naja, das liegt jetzt daran, weil die anders gespielt haben. Das waren andere Situationen, andere Momente, andere Systeme. Das kann man jetzt gar nicht auseinanderfriebeln. Dankeschön. Thorsten Krauskopf, Funkhaus Ingolstadt. Herr Kocinski, heute hat Florent Haller-Djonai sein Debüt gegeben. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Hat er sich für mehr Einsätze empfohlen? Er hat sehr gut gespielt. War ein sehr guter erster Einsatz, ohne jegliche Nervosität. Er war sehr konzentriert, hat auch gute Aktionen nach vorne gemacht. War, glaube ich, ein sehr gutes Debüt. Okay, dann wechseln wir den Flügel noch. Herr Kartenbeck vom BR hat noch eine Frage, bitte. Der Dario Lescano hat ein klasse Spiel gemacht, hat dann auch zwei Tore erzielt. Sie haben ihn doch relativ früh rausgenommen. Ich habe mal ein bisschen provokant gefragt, haben Sie ihm kein drittes Tor mehr zugetraut? Naja, die Jungs, die haben richtig gearbeitet vorne. Also die haben richtig geackert, was ein Lukas Hinterseher und Dario, die müssen zuschieben, müssen seitlich verschieben, müssen die Innenverteidiger anlaufen, dann gehen sie Wege nach vorne in die Tiefe. Beide waren platt. Ich habe mich dann für Dario entschieden, weil er schon immer auch wieder am Sprunggelenk Probleme hatte und weil Luki für die langen Bälle zu halten einfach nochmal wichtiger war. Und ich habe mit Messiu nochmal schnell zum Nachlegen. Die Jungs haben riesig Pensum abgeliefert, deswegen war es, glaube ich, richtig, auch was Frisches zu bringen. Herr Volkmar, Sport1.de, bitte. Herr Tuchel, eine Frage. Können Sie kurz erläutern, warum Sie Mario Götze nicht in der Startelf aufgestellt haben, trotz der Probleme Personal, die Sie gerade erklärt haben? Das ist nicht trotz, sondern weil. Genau, das ist genau umgekehrt, wie Sie die Frage formulieren. Mario hat zweimal 90 Minuten bei der Nationalmannschaft gespielt, hat gegen die Hertha gespielt und hat gegen Lissabon gespielt. Und es wäre unverantwortlich gewesen, ihn heute von Beginn an aufzustellen. Marius kommt aus einer Verletzung, kommt aus einer langen, schwierigen Zeit und hat hohe, hohe Belastungen in den letzten Wochen gehabt. Er war derjenige, der in der Nationalmannschaftspause dann auch nochmal zweimal 90 Minuten gespielt hat. Und deshalb war es überfällig, ihm die Möglichkeit zu geben, von der Bank zu kommen. Dankeschön. Letzte Frage, Gottfried Sterner, Donaukurier. Herr Kocinski, machen Sie den Spielern einen Vorwurf daraus, dass Sie die guten Chancen, die Sie noch hatten, nicht verwerten konnten und möglicherweise damit die Siegchance
vergeben haben? Nee, mache ich nicht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank Ihnen, einen schönen Restnachmittag oder unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Weiter geht's im Pokal. Borussia Dortmund Mittwochabend zu Hause gegen Union Berlin und die Schanzer Dienstagabend bei Eintracht Frankfurt.